Ja, schon verloren. Schon verloren, du musstest dir unbedingt eine Banane reinziehen. Was hast du nicht verstanden an Don't Fuck Anything? Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars und ich bin hier mit dem Chris. Hi Chris. Hi. Hey, und auch noch mit meinem alten Kumpel, dem Benny. Moin Benny. Tach, hallo. Wir spielen heute Abend Genital Jousting und wenn ihr das noch nicht kennt, umso besser, weil es hat auch überhaupt keinen Sinn, das Spiel zu erklären, das muss man gesehen haben. Deswegen springen wir jetzt einfach direkt rein. Bis gleich. Das ist eine exotische Wurmart. Ja, das sind Aliens, die sich machen das eigentlich immer, oder ist das schon das Spiel jetzt gerade? Das ist das Spiel. Das geht jetzt so weiter. Nein, nein, pass mal auf. Ihr hört mir mal ganz kurz zu. Genau. Du machst das richtig. Du führst dich da oben in den Rechner ein. So. Und wenn jetzt alle eingeführt sind und auf Ready sind, dann geht's los. Und wir spielen Genital Jousting. So, Leute. Es geht darum, möglichst zu versuchen, sich mit dem anderen. Oh ja, das hast du schon mal richtig gemacht. So, und jetzt reingegangen. Jetzt musst du noch in meinen Arsch. Jetzt versuche ich. Das klappt so nicht. Wir müssen jetzt bei Benny rein. Schnell, bevor die Zeit abläuft. Und zwar ich. Ich komm her, komm. Benny, du musst dich bumsen lassen. Habe ich was zu verlieren? Ich will aber. Nein. Oh, ich habe was zu verlieren. Komm, jetzt hier machen wir den Kreis. Ja, das sind zwei Punkte. Hat jeder einen Punkt? Ja, guck mal, Chris hat jetzt zwei Punkte gekriegt, weil er hatte oben und unten. Und wir haben nur einen gekriegt. Ich verstehe nicht das Spiel. Ich kann das halt. Geht das jetzt so weiter? Das geht so weiter. Ja, klar. Ich bin drin. Jetzt halt doch hin hier. Halt hin. Ich will auch reinspritzen, Alter. Oh, guck mal, Benny, jetzt hast du auch zwei. Jetzt hänge ich jetzt zurück. Oh, ich will da hinten rein. Warte. Ich werde dich langsam. Diesmal werde ich nicht der Letzte sein. So, Benny, hier, komm. Benny. Oh, mein Spiel ist gerade. Achso, ich kann mit rein noch. Oh, bei mir ist auch abgeschmiert. Mist. Ah, willkommen in meiner Lobby. Warum bin ich jetzt ein schwarzer Schwanz? Da bin ich. Ach, ich bin der Gelbe jetzt. Das kann man sich nicht aussuchen, welche Hautfarbe man hat. Geh weg von meinem Ei. Ja, wir spielen jetzt den Party-Modus. Jetzt kommen lustige kleine Spielchen. Jetzt bin ich gespannt. So, okay. Wer bin ich denn? Achso, ich bin immer noch orange. Sehr gut. Müssen wir jetzt da Müssen wir jetzt da einen Planeten? Blöde Planeten. Nein, es ist einfach nur, wer als erstes ankommt. Geh aus dem Weg. Nicht? Geh aus dem. Warum musst du deinen Pöter immer so in den Weg schieben? Schön, schwing ihn. Ich bin raus. Super. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Das wird nicht. Ich muss. Da muss ich rein. Ich vorbeifliegen. Ja. Ich wollte noch rein. Oh. Get pumped, alte Schild. Was ist Press das? Buttons, das gehen wir jetzt ins Fitnessstudio oder was? Oh Gott. Tatsache. Tun wir. Okay. Und jetzt? Auch mal zusammen, komm. Ach so, so schnell wie möglich pumpen. Juhu! Hä? Ich bin der Größte! Ich hab den Größten! Ich hab gewonnen! Was machst du gerade? Wie pumpst du? Ich hab einfach die Buttons gehämmert. So wie das Spiel das gerade gesagt hat. Surf's up, was? Free for all, okay? Ich hab keine Ahnung. Wuhu! Ihr seid raus, ihr Sucker! Ihr kommt nicht klar mit Pinguin, gibt's zu. Ich muss auch ich muss jetzt noch ankommen, obwohl ich euch schon rausgehe. Ja, du kannst auch noch rausfliegen. Dich doch nicht. Aber er hat ja schon bestimmt gescored, oder? Yeah, jetzt hab ich gescored. Oh Gott, wir sind aber früh rausgeflogen, mein. Ja. Ja, ich war völlig. Was? Oh, Darkroom. Mit Penissen kann ich ja noch umgehen, aber ein Pinguin, bitte. Oh, find each other. Wie hab ich denn? Was ist denn nun los? Ist das deine Hand? Ist das da? Oh. Benny. Das bin ich nicht. Ich nicht? Ehrlich nicht. Das war ich, glaube ich, gerade. Oh. Was? Hä? Chris? Was tut das? Das war meine Hand, glaube ich, gerade. Ich glaube nicht, dass es eine Hand ist. Das ist so schrumpelig. Ja, ich war gerade lange baden. Es ist so warm hier. Irgendwas passiert, ich weiß noch nicht was. Ich sehe immer nur so Rauchwolken. Ja, ich glaube. Ja, genau. Was heißt das? Dass wir uns jetzt gefunden haben? Zärtlichkeit. Ist das noch Genital Jousting oder ist das schon ein Horrorspiel? Jetzt hat's geklappt. Irgendjemand. Ich war's aber nicht. Ich merke Benny. Was war das gerade? Ich hab keine Ahnung. Ich sag's uns hinterher. Aber pass auf, dass du jetzt nicht die Spritzen berührst, ne? Ja, keine Spritzen berühren, ne? Nee, keine Spritzen.
Was soll man da machen? Ja, dasselbe, was man immer macht, Pinky. Oh, ich hab voll reingelaufen. Ich hab gewarnt. Oh Gott, ich hab gewarnt. Ui, ich bin auch in Spritzen rein. Au. Scheiße. Ich hab 1, 2, 50 Spritzen. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, überlegen! Ich will da hinten. Lass mich da mal raten. Lass mich da mal raten. Lord of the Rings? Naja. Egal. Hä? Ich hab. Lord of the Rings. Oh, mein Ring. Ringe. Das ist meiner. Das ist meiner. Oh, mehrere. Ich will mehrere Ringe tragen. Ich will mich selber heiraten. Oh. Nicht auf die Eier. Um die zu knechten. Und kein Eierring. Hey. So kriege ich auch einen Ring. Indirekt. Ich einfach blau machen und dann sagen, das ist mein Ring. Das ist wieder das Surfen. Das ist wieder Racen hier. Aber dieses Mal. Ich bin hingekommen. Neues Level. Neues Level. Geh weg da. Tschüss. Nicht wieder andocken. Du musst den andocken und rausziehen. Wieder reinziehen ins Wasser. Schnell. Nein. Nein! Geh weg! Geh weg! Nein! Dieser Pöter, bleib Jungfrau! Ja! Gewonnen! Sieh doch! Nee. Und ich so hinten nachgestrückelt. Oh, seht ihr das? Diesmal dürfen wir nicht. Okay. Aber ich kann das nicht. Anything. Ja, schon verloren. Schon verloren, du musstest dir unbedingt eine Banane reinziehen. Was hast du nicht verstanden an Don't Fuck Anything? Heute gibt's keine Gurke für mich. Nee. Oh, da hättest du was. Oh, schau, schon vor Erregung. Guck mal, wir haben es geschafft. Wir können heiraten. Ringe. Romantisch. Geil. So habe ich mir das immer vorgestellt. Oh, Wrestling. Freefall. Das hatten wir ja schon, ne? Ja. Also nicht rausspringen. Nein, nicht rausspringen. Du musst dich dagegen bouncen und dann rausbouncen. Bounce it. Ja, jetzt habe ich auch. Au! Oh, nein! Wer ist eigentlich wer? Irrelevant. Der Schwarze. Oh, aber mit was für einem Schwung? Wow, das eskaliert aber schwer hier gerade. Ja, ich hab gewonnen. Das ist unfair. Da hat jemand Bomben reingeworfen. Hab ich auch ein bisschen nervös gemacht. Ich mag meinen Sex nicht mit Bomben. Ach, geht ihr mal vor, das ist, da reiße ich mich jetzt, ich folge euch einfach mal. Das hat weh. Und dann hinten ruhig geworden, geil. Diesmal nur zum dritten gereicht, okay. Du bist der Priester. Irgendeiner ist der Priester, ne? Oh, Lars ist der Priester. Hm. Ich bin der Hotdog. Ich bin der Student. Ich bin der Hotdog. Und dieses Mal werdet ihr mir nicht meine Pillen wegfressen. Meine Pillen. Das sind meine Pillen. Ich brauch die. Das war keine Pille. Ich bin Student, ich brauch die Pillen. Ich bin fast 40, brauch die Dinger. Ich werde damit. Und ich bin Student, ich brauch die Pillen, ey. Ja, genau. Komm her, komm. Ja. Schnell noch einen Ring gebildet. Was? Mit Kapitän. Fucking be fucked, okay. Ja. Das sind wir extrem langsam jetzt, ne? Ich bleibe immer hängen bei meiner Schleifspur irgendwie. Doch, da drinnen. Au! Wieder fällt. Oh. Hä? Warum? Das ist meiner. Der gehört mir. Meiner. Oh, falsch. Nein, lass mich noch mit rein, bitte. Nö, jetzt haben wir dich ausgegrenzt. Oh. Ah, das ist wieder das. Ach, das ist das hier. Ah, okay. Also diesmal nicht. Einfach alles drücken, oder? Hämmern! Ich weiß gar nicht, was ich hämmern muss. Ich werde der Größte! Was? Echt jetzt? Ich war viel größer, viel länger, viel prächtiger. Ach, von hinten stapelt sich schon mein. Die sah aus wie eine Anaconda. Das erzähle ich den Mädels auch immer. Stapelt sich das. Oh, schon wieder ein blöder Pinguin. Aber nicht da jetzt irgendwie andocken, ne? Diesmal ein bisschen durch. Herausforderung bitte, Jungs. Oh, nicht andocken. Nein! Raus. Es war abgesoffen. Oh, runter. Das
Scheiße, ich will nach oben. Ich hab gewonnen. Jetzt stell dir das mal mit jetzt? 4 Leuten vor. Was macht ihr jetzt? Also ich gehe mich jetzt waschen, glaube ich mal. Ich glaube, ich weine gleich ein bisschen unter der Dusche. Nein, alles klar. Ich gehe mich jetzt, glaube ich, waschen, so ein bisschen. Ja, oder ich schlag mir eine Bratpfanne gegen den Kopf, bis ich den Abend vergesse. Irgendwas in der Richtung. Ich hack mir die Augen aus. Nein, ich finde es schön, auch mal Freunden auch mal näher zu sein als sonst. Das ist ja auch mal angenehm. Ja. Sich dann einfach auch mal zu öffnen. Ich kriege unter dich rein, schau. Ich weiß das sehr zu schätzen, diese Zärtlichkeit. Also war auch schön, Lars, es war auch schön, dich mal wiederzusehen, wir haben es ja lange nicht mehr gesehen und dann bei diesem Spiel gerade. Hättest du jetzt nicht gedacht, dass wir uns dann unter diesen Umständen wiedersehen? Ich bin schon gespannt auf das nächste Spiel, was du mir vorstellen willst. Ich hab da noch so ein paar solche Kaliber, habe ich schon auch. Aber Genital Jousting ist wahnsinnig, wahnsinnig witzig und das kann man auch überhaupt nicht ernst nehmen. Im Internet wird da gerne mal, gerade so von amerikanischer Seite, so geschrien, Pornografie, bla bla. Mal ganz ehrlich, findet ihr, das ist Pornografie? Ich find's eher lustig. Ja, also das ist eine Pimmelzeichnung von einem 5-Jährigen als Spiel. Ja, und vor allem, es gibt ja auch kein Pimmel-Popoloch-Ding. Also, nö. Also, Pimmel-Popoloch-Ding. Ding? Soweit ist die Wissenschaft noch nicht. Ich drück da ganz fest die Daumen. Vielleicht im nächsten Jahr. Mal schauen, wenn wir uns. mit diesem Gedanken entlasse ich euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar da. Sagt uns, wie ihr Genital Joystick findet. Ob ihr es auch heimlich spielt. Ob ihr auch gerne mit Freunden schmust. Ich werfe mich mal mit auf den Pimmelhaufen.